Yogaspiel heißt Baum im Wind. Was könnte denn der Baum im Wind sein? Sag einfach. Also vielleicht ja, also stellen wir uns irgendwie so als ein Yogi, der einen Baum darstellt, hin. Und dann zum Beispiel, wenn jetzt das der Baum wäre, und dann machen wir halt so. Und dann müssen wir halt probieren, nicht umzufallen. Wir müssen dann trotzdem so schaukeln. Genau, aber ganz wichtig ist, dass der Baum fest verwurzelt im Boden steht. Stellt euch mal ganz fest auf den Boden. So, und jetzt sind wir fest verwurzelt und ein Baum. Die Wurzeln gehen tief in die Erde. Ganz tief hier, könnt ihr mal fühlen, das geht da noch viel weiter runter. Und das bewegt sich keinen Millimeter mehr. Wir testen das mal, ob das wirklich so ist. Vorsicht! Ah, der ist schon recht stabil, der Baum. Und der hier? Ah, der ist auch gut. Das sind gute Bäume, gute, stabile Eiche mit einem festen Stamm. Und der geht hier weiter. Fühlt mal einmal euren Stamm. Bis hier. Und was hat der Baum denn oben nochmal? Mann, ich bin manchmal so vergesslich. Die Baumkrone, wie könnten wir die denn machen? Genau, vielleicht so sind wir der Baum. Oder auch so, der streckt seine Äste und Blätter zu den Seiten und nach vorne und hinten. Und auch zur anderen Seite nach vorne und hinten. Und jetzt stellt euch mal vor, es kommt so ein leichter Wind. Wehen die Blätter vom Baum. Aber unten ist der Baum noch ganz fest. Und der Wind wird aber ein bisschen stärker. Und jetzt werden auch die größeren Äste, unsere Arme, werden so ein bisschen mitgepeitscht. Und es wird ein Orkan raus und wir werden nach hinten gepeitscht und nach vorne und nochmal nach hinten und zur Seite. Ah, mein Baum ist abgeknickt und zur anderen Seite und nochmal ganz weit nach vorne. Und der Wind wird weniger und die Blätter rauschen ein bisschen im Wind. Und der wird noch mal ein bisschen mehr. Der Wind ist irgendwie noch nicht vorbei, so ein Sturm. Und es geht rund und in Kreisen. Und der Baum kracht und richtet sich aber ganz langsam, als der Sturm vorbei ist, wieder auf. Und wie könnte denn der Yogi-Baum sein? Erinnert ihr euch vielleicht an den Baum? Hatte der einen dicken Stamm oder hatte der vielleicht einen dünneren Stamm? Super, das wollen wir mal versuchen. Wir stellen mal den rechten Fuß auf den linken erstmal, den anderen Fuß. Und jetzt führen wir den einfach am Bein entlang nach oben und haken den rechten Fuß hier am linken Bein einfach ein und das rechte Knie zeigt zu der Seite. Und jetzt ist es ganz schön wackelig, oder? Was dir dabei helfen kann, ist, wenn du dir einen Punkt auf dem Boden suchst, auf den du drauf guckst und du guckst nur auf diesen Punkt. Such dir mal einen Punkt und dann kannst du auch die Arme heben über die Seite nach oben und bis die Baumkrone. Einfach weiter auf deinen Punkt schauen. Die Hände oben zusammen machen und wachse. Du bist ein ganz großer Baum. Wenn das mal kurz nicht klappt, ist gar nicht schlimm. Dann versuch einfach wieder deinen Baum aufzurichten und aufzubauen. Aber der Tipp mit dem Punkt ist wirklich richtig gut. Und jetzt kann nämlich auch ein kleiner Sturm kommen und dich mal so ein bisschen leicht bewegen, der fährt durch deine Äste, durch deine Blätter. Nimm den Fuß nochmal richtig schön ran und nicht nochmal richtig schön hoch. Der Stamm unten bleibt frei. Genau. Super. Und die Blätter nach oben. Die Handflächen einmal aneinander und wachse zu einem ganz, ganz großen Baum. Und dann bring den Fuß einmal wieder vorsichtig zur Erde zurück. Mach einmal die Augen zu
Und guck mal, wie sich das Stehen jetzt anfühlt, ob sich ein Fuß anders anfühlt. Dann Augen nochmal öffnen. Und dann versuchen wir nochmal die andere Seite, weil ich habe auf jeden Fall eine Schokoladenseite. Wir stellen den linken Fuß jetzt auf den rechten. Und dann wandert der Fuß innen am Bein einfach nach oben und wir stellen den innen am Bein ab. Und das Knie zeigt ganz doll zu der Seite. Super. Sehr gut. Und jetzt sucht euch wieder einen Punkt. Den Fuß kannst du versuchen hier einzuklemmen. Einfach am Oberschenkel einklemmen. Super. Und das Knie ein bisschen nach außen, soweit es geht. Sehr gut. Arme heben. Boah, dieser Baum steht so fest. Klasse. Und jetzt. Da bewegt sich nichts. Und bei diesem Baum? Auch nicht. Mensch, das sind zwei richtig standhafte Bäume. Und wenn jetzt der Wind kommt, dann bewegen sie leicht ihre Blätter, ihre Zweige mit. Bleiben aber feststehen. Und dann den anderen Fuß auch wieder nach unten nehmen. Nochmal einmal die Augen zumachen und spür mal, ob sich jetzt was verändert hat.